Es ist ja ganz interessant, dass bei der Flüchtlingsdebatte so diskutiert wird, als hätten irgendwie die Araber irgendein Frauenbild und die sind noch nicht so modernisiert. Wir haben doch dasselbe Frauenbild. Immer wieder hört man oder liest man in den Medien von sexuellen Vergewaltigungen. Da heißt es dann oft, die Frau ist doch selber schuld, wenn sie einen Minirock trägt. Ein Minirock ist zunächst einmal ein Kleidungsstück. Warum sollte an einem Minirock irgendwie ein Problem bestehen? Trotzdem hat der Bundestag jetzt diesen Paragraphen 177 verschärft und gesagt, sobald die Frau den Willen bekundet und Nein sagt, bleibt es auch dabei. Ja, ich hoffe, dass der Paragraph nicht nur auf Frauen zugeschnitten ist. Natürlich ist es statistisch so, dass mehr Frauen als Männer vergewaltigt werden. Aber wenn man die Diskussion immer so führt, als ginge es um die Frauen, hat man unterstellt, dass Frauen herumlaufende Sexualobjekte sind, die man mit besonderen Rechtsmaßnahmen schützen muss. Damit hat man aber die Frau schon als Sexualobjekt rechtlich auch noch kodifiziert. Und das ist absurd. Wenn überhaupt, muss das Sexualstrafrecht natürlich völlig neutral geführt werden, weil es sexuelle Gewalttaten gegen jede Bevölkerungsgruppe geben kann. Gegen Alte, Junge, ganz Junge, Frauen, Männer und so weiter. Das heißt, es kann und sollte insbesondere nichts mit den Frauen zu tun haben, weil man sie sonst durch die Debatte noch einmal, jetzt symbolisch, zu Sexualobjekten gemacht hat. Man diskriminiert die Frauen schon allein dadurch, dass man diesen Paragraphen da hin und her wälzt und versucht zu verschärfen. Allein, dass man das thematisiert, diskriminiert man schon. Ich glaube, die Art und Weise, wie man darüber spricht, natürlich müssen wir das Sexualstrafrecht unter anderem deswegen verschärfen und verbessern, weil sehr viele Frauen zum Opfer sexueller Gewalt werden, gar keine Frage. Aber das kann ja nicht daran liegen, dass das Frauen sind, sondern es kann nur am Frauenbild liegen. Ja, es werden ja nun mal nicht alle Frauen zum Gegenstand sexueller Gewalt und auch nicht von allen Männern. Es liegt also weder im Wesen der Frau noch im Wesen des Mannes, dass Gewaltverhältnisse zwischen beiden bestehen, sondern es liegt in unserer Wahrnehmung der Rolle der Frau. Es ist ja ganz interessant, dass bei der Flüchtlingsdebatte so diskutiert wird, als hätten irgendwie die Araber irgendein Frauenbild und die sind noch nicht so modernisiert. Wir haben doch dasselbe Frauenbild, wenn unsere Vorstellung die ist, dass die Frau ein besonders sexuell hervorgehobener Gegenstand in unserer Umwelt ist. Was sagt das über unsere Gesellschaft eigentlich aus, wenn wir so mit Frauen umgehen? Ganz wichtig ist es, glaube ich, dass wir immer wieder beachten, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind und dass es in den Augen des Gesetzes keinen Unterschied zwischen Mann und Frau geben kann. Wenn man Frauen auf eine besondere Weise unter Schutz stellt, dann nur deswegen, weil bestimmte andere Gruppen der Gesellschaft Frauen auf eine bestimmte Weise wahrnehmen. Es kann nicht im Wesen der Frau liegen, dass sie ein Gegenstand ist, der besonders sich zur Vergewaltigung eignet.